das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich Worte liebe. Und ich spiele gerne mit Worten und kreiere auch gerne neue Wortschöpfungen. Und nachdem ich in den letzten Jahren immer mehr Freunde und Bekannte gefragt habe, ob ich sie durch ihre freie Trauung leiten möchte, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt professionell. Und da braucht man natürlich einen Namen. Ein Name, den man sich gut merken kann, der im Ohr bleibt. Dann habe ich mir mit Detlef, meinem Mann, der Philosoph und absoluter Goethe-Fan ist, überlegt, wie könnten wir denn das nennen, was ich dann mache. Und dabei war uns wichtig, dass wir überlegt haben, was brauchen heiratswillige Menschen auf dem Weg zum Ja-Wort. Und dabei ist uns eingefallen, am allermeisten brauchen diese Menschen Traute. Weil wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dann heißt die Traute eine innere Bereitschaft, etwas zu tun, was Überwindung kostet. Und wenn wir uns mit den Synonymen für Traute beschäftigen, dann sind Synonyme Mut, Herz und Traute. Auch in dem Wort vertraut steckt Traute. Und es gibt noch eine andere Bedeutung, nämlich das traute Heim. Das ist das, wo wir uns wohlfühlen, etwas Gemütliches, Anheimeliges. Und zur Wortfamilie von Traute gehört neben Gemeinsamkeit und Kreis und Geborgenheit eben auch die Liebe. Und darum ist die Traute die Traute. Und ich freue mich, dass ihr euch trauen wollt und heute hier seid. Bis bald!